Jeder kultivierte Großstadtmensch, der gerade was auf sich hält, ist aktuell im Georgienfieber. Jeder kultivierte Großstadtmensch, der was auf sich hält, ist aktuell im Georgienfieber. I think everyone's falling in love with Georgia a little bit. Es ist das beste Land der Welt. Und warum das so ist und welche Rolle Fußball und die Europäische Union dabei spielen, das schaue ich mir heute an mit meinem ehemaligen Kameramann und Editor, der die ersten Videos mit mir gemacht hat, Dustin. Also bin ich ein kultivierter Großstadtmensch. Absolut, deswegen cool. Gehen wir jetzt auch ins 8000 Vintage. Ja, I'm Tasso. I've been living in Berlin for already 2 years and now I'm already almost 1 year working at 8000 Vintages. And this shop has been open already like few years in Georgia and this is the first branch outside of our country in Berlin. Oder sonst könnten wir auch die Anmod hier machen, dass ich dann hier einfach so stehe. Naja, ich würde tendenziell sagen, ihr geht eher dahin, weil dann kriegt ihr das natürliche Licht von dem Fenster. Und dass denn du arbeitest nicht mehr hier? Ach, mich hört immer keiner, ich werde wahnsinnig. The first wine vessel was founded in Georgia, which was 8,000 years old. We have like this interesting mission here to let world know what Georgian wine is. Ja, cheers, sag ich mal. Ne? Hey, ist schon okay. Aber es ist ja auch schon. Sonntag, ne? Es ist ja auch schon nach drei. Hello, my name is George and I'm a representative of the company from the Georgia. So I run this place. I would say the general interest to Georgia went high and people coming in just to say, first of all, what made us happy was that they came to congratulate that we qualified for Euros. So, ist doch viel zu hell immer. Meine Güte. I guess wine has been like one of the most important cultural thing for Georgia forever. And we are gonna like try to use that to make world know about us. Georgia is a small country which was unfortunately for a long time under like Soviet Union, and now that we are like free country, we want to let world know what Georgia is. I wouldn't say like for the Euros because we really feel even without qualifying there, we are there, we feel there, so it's just a part of us there, so it's. We have to always fight for our future, which is European Union. Hier unser lieber Freund und Kollege Max Nölke hatte doch auch eine Heftgeschichte über Georgien geschrieben. Ich würde sagen, wir gehen hier mal an. Ich sag doch, der geht nicht ran. Also, wir sind jetzt hier gerade beim Georgia und wir haben hier deine tolle Heftgeschichte gelesen und wollten dich fragen, ob du vielleicht Lust hättest, uns kurz ein Video zu schicken. Keine Ahnung, 30 Sekunden, Pi mal Daumen. Und uns kurz zu erzählen, was gerade in Georgien abgeht und welche Rolle der Fußball dabei spielt. Ja, mache ich. Ja, ich war Ende April bei Tbilisi, in der Hauptstadt von Georgien, und habe mir dieses Land mal angeschaut, das bei uns halt doch irgendwie sehr unbekannt ist. Zweifel gibt es nicht wirklich, dass die georgische Bevölkerung sich Europa zugehörig fühlt, dass sie der EU beitreten will. Also ich habe mit vielen jungen Leuten gesprochen, die träumen wirklich von einem Leben wie in Berlin und Paris. Und deswegen ist diese Europameisterschaft auch sehr viel mehr wert als nur so dieser sportliche Aspekt. Also es stärkt wirklich das Zugehörigkeitsgefühl, gerade auch weil die georgische Mannschaft so toll spielt. That's really nice what's happening right now. Georgia is also playing today. Wherever we already came, that's already surprising because Georgia has never been on European Championship before, like out of the group. And now we are in like top 16, so that's also amazing already. So we will be showing some for the small audience. Because we don't have like big place for the inside, so and my wish is to pass through the next stage. You would have to play Germany next. Yeah, if we pass Spain, then I don't have any fear. That's it, happy. Yeah, let's see.
So, ich muss ja mit. Das ist ja unscharf, das sehe ich doch von hier.